Ja, so traditionell gesehen ist sie ja die Cousine bzw. beste Freundin der Heldin, der Agathe, und ist eigentlich dazu da, sie zu trösten, aufzuheitern. Man kann das aber auch ein bisschen anders interpretieren, in dem Sinne, dass sie auch ein Freigeist ist und jemand ist, die sozusagen eher das Gefühl hat, sich nicht unbedingt an einen Ehemann binden zu müssen, sondern auch den einen oder anderen schlanken Bursch aussuchen zu können. Es ist so eine Mischung aus virtuos und tänzerisch, aber nie virtuos um ihrer selbst willen, sondern immer mit der Funktion, die Agathe aufzuheitern. Das ist alles brillante Musik und brillant instrumentiert und brillant geschrieben. Und es kann alles in diesem Hause stattfinden. Wenn man Freischütz hat, dann ist man eigentlich von Schluss Weber glücklich.